In Final Fantasy VII Rebirth erhaltet ihr auf der Chocobo Farm in Yunnan den Alleskönner-Auftrag Ausweg aus der Misere. Dafür sollt ihr den Chocobo Bell fangen. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr sie zähmt. Danach könnt ihr Bell jederzeit in Yunnan rufen. Außerdem erhöht die Mission eure Verbundenheit zu Aerith. Bells Fundort wird euch auf der Karte angezeigt. Dort angekommen müsst ihr euch hinter Karren verstecken und euch so an sie heranschleichen. Startet den ersten Karren mit dem Schalter und folgt dem Schatten des Karren. Aktiviert den zweiten Schalter am anderen Ende und sammelt Steine auf, während der zweite Wagen auf euch zugefahren kommt. Mit den Steinen könnt ihr den Schalter erneut aktivieren, wenn der Wagen angekommen ist. Alternativ könnt ihr auch versuchen, den Schalter von Hand zu aktivieren und schnell zum Wagen zu rollen. Folgt wieder dem Karren. Versteckt euch nun im Gras und werft einen Stein auf den Schalter gegenüber. Bleibt so lange wie möglich auf der Außenseite des Karrens. Erst in der zweiten Kurve solltet ihr auf die Innenseite wechseln. In der dritten Kurve solltet ihr euch ins Gras begeben. Dadurch könnt ihr wieder auf die Außenseite des Karrens wechseln. Folgt dem Karren, bis ihr Bell erreicht und schleicht euch an ihren Rücken heran, um sie einzufangen.